Yeah, but it's not when you're there. Was geht ab, Leute? Neues Video und damit herzlich willkommen zum Ridevent. Und zwar haben wir uns überlegt, wir machen für euch 24 Bike-Videos in 24 Tagen, jeden Tag ein Türchen. Also könnt ihr jeden Tag gespannt sein auf ein neues Video, ab jetzt bis zu Weihnachten. Wir sind hier aktuell noch in Malaga. Das heißt, Tag Nummer 1, Türchen Nummer 1 hier heute noch aus Malaga. Gerade hinter der Kamera Sam Pilgrim, mit dem wir gleich wieder unterwegs sind. Lukas Knopf natürlich auch wieder dabei. Lukas ist auch am Start und ja, ihr könnt gespannt sein, wir legen los hier in Malaga, let's go. Und zwar seht ihr hier im Hintergrund eine verlassene Villa, die damals angefangen wurde zu bauen und da wurde schon ein Video MTB-Part gedreht von Not Too Bad und dort gehen wir jetzt mit den Bikes shredden. Also ihr seht schon, hier gibt es einiges an Sprüngen, Hips und so weiter. Da ist die Bude. Und anscheinend sind hier auch in letzter Zeit Leute gefahren, deswegen ist alles in relativ guter Kondition und fahrbar. Wir wollen jetzt mal hier diese Line ausprobieren. Sharkfin, Sniper, huge long and low step down und dann unten noch eine Hip. Wow. Wow. So ein geiler Spot, oder? Bam. Nice. Twinnies. Alter, jo, du fährst auf jeden Fall. 4,5? Ich hab 2,5. Ja gut, dann. Das erklärt so einiges. Ich bin einfach im Absprung. Ja. Drop it! Oh! Alter, so eine geile Line. Stellt euch mal vor, ihr hättet sowas im Garten. Einfach so einen Garten, wo es rauf und runter geht und ihr überall Sprünge reinknallen könnt. Also das hier ist nur ein Teil vom Grundstück. Wie ihr seht, geht es da hinten noch weiter mit einem größeren Haus und keine Ahnung, was das noch alles ist. So sick! Juhu. Aber wir springen einfach mal aufs Dach. Eieiei. Ihr müsst euch jetzt vorstellen, man springt irgendwie da oben runter mit der 10-fachen Geschwindigkeit und sendet einfach hier von dem Dach runter. Hey, wie geil das einfach hier ist, ne? Heftig. Also, den Sender lassen wir heute mal aus. Wäre auf jeden Fall was für die Zukunft, wenn man sich die Landung einmal so richtig geil wieder shaped und auch vielleicht nicht unbedingt mit dem Enduro-Rad, aber ich glaube, ich lieber einen Slopestyle oder einen Freerider nehmen. Na, not on this bike. Not today. Aber auf jeden Fall geil. Dann kann man nochmal wiederkommen. Auch im letzten Video sind wir den Damm runtergefahren. Das hat leider nicht funktioniert mit der GoPro, die GPS-Daten einzublenden. Deswegen konnten wir nicht die endgültige Geschwindigkeit rausfinden. Wenn ihr Bock drauf habt, dass wir da nochmal hingehen, am besten sogar noch mit einem anderen Bike, auf dem ich mich noch sicherer fühle. Und dann stellen wir sicher, dass es mit der GoPro GPS funktioniert, mit den Daten, dass wir die Geschwindigkeit rauskriegen. Und dann gucken wir mal wirklich, wie schnell kann man wirklich werden da. Und dann haben wir auch direkt einen Grund, hier nochmal hinzukommen. Also,
Lukas hat gerade schon hier einen Triple Barspin über die Quarter, Dirt Quarter gemacht. Jetzt will er einmal Tail Whip anchecken und gucken, ob ein Double Whip geht. Respekt dafür auf jeden Fall. Für mich ist komplett die falsche Seite. Ich müsste wenn dann auf die andere Seite. Und ich habe gerade nur mein Enduro Bike mit. Lukas hat beide Bikes mit runtergenommen. Boasty. Also er sagt, Double Whip ist ihm auch zu sketchy, deswegen versucht er jetzt Tail Whip to Barspin, was auch ganz schön krass ist. So, das war's von hier unten. Wir gucken jetzt mal weiter da oben bei dem verlassenen Haus, was da noch so geht. What are you doing? Oh, you wanna hit this one? Also hier ist eine Landung. Hier kann man runter droppen, aber Sam macht da gerade ein paar Äste weg, damit man da nicht mit dem Kopf dran kommt. Keine Ahnung, was das alles ist hier. Keine Ahnung, was das hier für ein Bunker ist. Krass! Hier haben wir einfach einen Pool. Alter, stellt euch mal vor, dieses ganze Gelände in geil und neu. Was für ein geiles Haus das wäre. Alles geil gepflegt, alles neu gebaut. Sickest place ever. Es geht immer weiter, die Bude. Jo, hier seht ihr schon wieder, da oben kann man aus dem Fenster springen. Das wollen wir gleich auch noch machen. Also nächster Send ist dieser Drop von der Mauer da oben in die Landung rein. Schuh! Sau geil. Und direkt in die Bude rein. Haha. So. Machen wir nochmal den Drop. Bisschen schneller. Straight into Urban Stairset. Wow. Okay, wir machen jetzt noch ein Suicide von dem Drop und dann fahren wir unten in das Haus rein. Drop in! Nice. See, king of the building up here. Is that the DJ booth? Or yeah. Is this the DJ booth? That one. Huge champlain. Next up, bar spin. Bar spin. Oh. Look. Yo. Yo. Oh, yeah. Okay, wheelie. Fakie, 180 wheelie. And go. Geht's hier rein, Treppen hoch und dann wird's richtig nice. Aussicht genieße. Okay, muss also ganz schön anpeddeln und dann offenes Fenster, into the sun, Landung. Ja, aber easy. Ich soll Guinea Pig Run machen, weil dann kann ich gucken, ob was in der Landung liegt, dann kann er den danach auch direkt springen. Yeah. Right? Correct. You understood that, right? Yeah. The Germanish. I'll push you if you want. Yeah, it'll be well good. Ready? Alright. One. You're going three, right? Yeah. One, two, three. Woo! Yeah. Yeah, a little faster maybe. Some branches, but I move them. Yeehaw! Yeah.
So, wir machen die Leine nochmal aus dem Fenster raus und dann springen wir noch den Step Down, den wir da gerade frei gemacht haben. Woo! Auch mal eine geile Activity. Einfach aus irgendwelchen Häusern rausspringen. Droppen! Crazy guy. So, das war Tag Nummer 1. Ihr könnt euch freuen auf 23 weitere Videos. Jeden Tag ein neues Video. Außerdem noch weitere Videos hier aus Malaga mit Sam und mit Lukas. Wenn es euch gefallen hat, würde mich mega freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Kommentiert mal, auf was ihr euch sonst noch alles so freut, was ihr sehen wollt. Und außerdem könnt ihr euch freuen auf ein paar richtig fette Giveaways in den kommenden Tagen. Also auf jeden Fall einschalten, dranbleiben und dann würde ich sagen, sehen wir uns direkt morgen wieder. Bis dahin, Leute, habt eine gute Zeit. Peace.